Weil ich bin ganz unwissend. Was da rauskommt. Geht's hier raus oder wo? Okay. Ohne Scheiße, ich würde ihn nie wieder rausfinden. Alleine. Sieht einfach alles gleich aus. Ich folge dir einfach. Ich will einen töten. Ja. Blutrausch befriedigt. Ach ja. Gott, ich will hier raus. Alter, wer soll sich da durchführen, wenn man sich nicht auskennt und niemand hat, der sich auskennt? Ist ja furchtbar.
ich ja nie wieder rein. Das ist zu verwirrend. Also mir kann keiner sagen, dass da irgendeiner den Weg dran ausfindig kann. Ich glaube, die Bilwisse wissen selber nicht mehr, wo sie hier lang müssen. Bestrafung 2 Stunden in Bilwisdorf. Ja. Wenn Kaya mal wieder mit Melodro spielt und wir irgendwann mal an dieser Stelle sind und ich Kaya loswerden will, ich setze ihn einfach in Bilwisdorf aus. Der wird nie wieder rausfinden. Der wird wahrscheinlich heute in der Ecke sitzen und sich denken, Alter, ich gehe hier nicht mehr rein. Ich öffne nie wieder dieses Spiel. Aber wäre lustig. Ich meine, wenn du mich jetzt hier aussetzen würdest, trotz Karte, ich würde nicht rausfinden. Ich würde wahrscheinlich 30 Mal denselben Weg gehen. Aber weil ich keinen Plan habe, wo ich hin muss. Und ich wage es überhaupt, mein Orientierungssinn ist gar nicht mal so schlimm. Oder so schlecht. Aber da könntest du mich aussetzen und ich würde nicht rausfinden. Das wäre so... Nee. Du kannst doch keine Karten lesen. Sagen wir es so. Wir hatten mal, das war glaube ich in der 7. Klasse, hatten wir einen Wanderausflug mit der Schule. Unser Lehrer, also wir haben, unsere komplette Klasse hat sich verlaufen, wo unser Lehrer keine Karten lesen konnte. Da haben ich und ich glaube noch 2 anderen mussten für unseren Lehrer die Karte lesen, weil er Norden und Süden vertauscht hatte. Das heißt, wir sind die ganze Zeit nach Süden gegangen, weil er dachte, es wäre Norden. So, und dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, ja, ne, sollen wir uns das mal alle zusammen angucken, ne? So, weil wir hatten halt 2, ich sag jetzt mal wirklich Brains in der Klasse, die waren halt wirklich gut, die waren in allem gut, außer in Sport. In Sport waren sie halt echt kacke, aber ansonsten waren die halt echt überall gut. Die konntest du auch wirklich irgendwo aussetzen. Die hätten ihr den Weg auch im Dunkeln erklären können. So, wir haben uns dann diese Karte angeguckt. Und uns ist halt nur aufgefallen, wir laufen ja in die falsche Richtung. Wir müssen ja in die Richtung zur nächsten Ortschaft, wo unsere Betten stehen. Und beim Lehrer war das so peinlich, der hat die komplette Fahrt über nicht mehr die Karte in die Hand genommen. Das musste dann unsere 2. Klassenlehrerin machen. Dem war das so übelst peinlich. Und du hast halt auch gesehen, so von Minute zu Minute ist er bleicher geworden und dann irgendwann so richtig knallerot. Weil er immer erzählt hat, ja, ne, wir haben ja früher ne, so viel sind wir durch die Gegend gewandert und haben dies gemacht, haben jedes gemacht. Ne? Karten lesen, das kann ich. Aber das war auch ein Lehrer, der kam tatsächlich... Andere Geschichte, kam tatsächlich auch irgendwann einfach mal eine halbe Stunde, glaube ich, zu spät zum Unterricht. Und mit der Begründung, ja, tut mir leid, ich musste noch nochmal nach Hause fahren. Ich hatte Durchfall und das hätte ich sonst nicht bis nach Hause geschafft. Das hätte ich mich nochmal umziehen müssen. Und dann hat er uns Farbe, Konsistenz und alles erzählt und wir saßen da nur und dachten so, was? Also das war ein Lehrer... Nee. Das war echt ekelhaft. Aber ungefähr so, wie sein Lebensstil war, so konnte er Karten lesen. Und das Witzige ist, das war Gesellschaftslehre, also Geschichte, Erdkunde und... für was? Für dieses andere Wirtschaftsding und so. Oh. Der hat seine Berufung verfehlt, der Kerl. Also eigentlich ein super netter Lehrer. Muss man nicht sagen, aber...
Berufung verfehlt. Der hätte irgendwas anderes werden sollen, aber kein Lehrer. Also Lehrer war wirklich so das Falscheste, was er sich aussuchen konnte. Nicht töten! Schwarze Sprache, verfluchte Kreaturen. Irgendwas braut sich an diesem Ort zusammen. Dessen bin ich mir sicher. Dieses Bündel Papiere ist Beweis für, dafür, dass die Bilwisse im Bilwisdorf irgendein schändliches Ziel verfolgen. Ich denke, wir müssen uns eingehender damit befassen, um herauszufinden, was wirklich vorgeht. Ich kenne dieses Wort Varge. Ja. So. Vergift. Naja, ich habe keinen Inventarplatz. Warte mal. Bei Durins Bart, was wollt ihr? Inventarplatz muss werden. Also bin erstmal arbeiten. Man schreibt sich morgen oder die Tage. Macht das viel Spaß bei der Arbeit. Ich würde dann heute Schluss machen. Auch gar kein Ding. Ich mache auch nicht mehr so lange. Glaube ich. Plan ich. Also ich werde jetzt mal vielleicht noch eine knappe Stunde machen. Vielleicht, wenn überhaupt. Und ja. Auf jeden Fall danke, dass du mitgekommen bist. Das hat mir auf jeden Fall schon sehr viel geholfen. Mal sehen, ob es wieder so entspannt ist wie gestern. Ich drück die Daumen. Solange es nicht langweilig ist, ist alles gut. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Wenn ich es schaffe, bin ich dabei. Okay, super. Also, ich denke mal, spätestens wenn ich mich dann wirklich hier ans Riesental mache. Ich wusste nicht, dass hier oben jetzt halt wirklich noch so viel ist. Beim Riesental werde ich auf jeden Fall dann Hilfe brauchen. Weil da... Das wird, glaube ich, etwas schwierig. Ich nehme die Switch mit. Ja, kannst du versuchen, Hybrid. Weil... Kannst du auch gleich den ganzen PC mitnehmen. Nein, das ist ja immer beim Lagerfeuer stehen. Okay. Wie gesagt, ich werde jetzt noch gucken, dass ich jetzt zumindest noch ein bisschen was mache. Und dann werde ich aber auch bald Feierabend machen. Plötzlich zumindest mal. Weil wie gesagt, ich will auch noch in FF14 ein bisschen was machen. Vielleicht switche ich da auch einfach jetzt nochmal schnell rüber. Versuch dabei nicht zu stemmen. Ich versuch's. Wie gesagt, vielleicht switche ich jetzt auch schon zu FF14 rüber. Mach erstmal noch ein paar Runs alleine. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also das kann ich verkaufen. Das nicht. So. Nicht trödeln! Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Oh, ja klar, als wenn ich jetzt nochmal ins Bilderdorf gehe. Varge sind keine Kreaturen, mit denen wir kämpfen sollten. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie sie unter mir zusammenrotteten, obwohl das schon lange Zeit her ist. Schon der Anblick ihrer Augen konnte selbst dem stärksten Zwerg den Mut nehmen. Selbst Gandalf der Graue schien sich angesichts des Rudels, das sich uns in jener Nacht entgegenstellte, zu fürchten. Ich weiß, dass ihr bei euren Kämpfen gegen alle möglichen Bestien der Wildnis auch schon mit Wagen zu tun hattet. Doch Varge zusammen mit Bilwissen sind etwas ganz anderes. Sie sind schrecklich. Seht ihr dieses Wort hier? Es sieht aus wie ein Name. Ich bin mir nicht sicher, was es heißt. Und beherrsche diese üble Sprache auch nicht gut genug, die wirkliche Bedeutung zu kennen. Ich weiß nur, dass wir uns schnell um diese Waage kümmern müssen. Kehrt das Bilwissdorf zurück und bringt sie zur Strecke. Tötet so viele wie möglich und kehrt dann zu mir zurück. Ich werde mich darum kümmern, dass diese Dokumente übersetzt werden. Dann musst du ins Bilwissdorf. Lehne ich fest ab. Ja, ich nehme so zumindest an, damit ich es fürs nächste Mal habe. Ich grüße euch. Wird ja nicht schlecht im Questlog. Solange wie ich noch Platz habe. Ich werde halt nur nicht allein reingehen. Ich habe ja noch mehr als genug zu tun. Ich muss ja auch noch einige Sachen abgeben jetzt.
Ich habe ja noch einiges zum Abgeben. Ich glaube, das wird allein schon eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, das alles zu lesen. Habt ihr von dem Land Vorochel gehört? Also Vorochel, oder? gehört. Es liegt nördlich und weit westlich von hier. Es ist ein unwirtlicher Ort mit scharfem Eis und merkwürdigen Bewohnern. Ich war zwar nie dort, doch führte einer meiner Vettern, Ladolf, vor kurzem eine Gruppe meines Volkes hoch. Davor, um dort beim Handel mit dem Lussut ihr Glück zu versuchen. Wenn ihr in diesen Landen reisen solltet, würde ich euch bitten, Lightholf aufzusuchen und sicherzustellen, dass es ihm gut geht. Ich habe seit vielen Monaten nichts von ihm gehört. Doch das ist so seine Art. Er kommt und geht und bleibt lange weg, ohne sich bei seinen Angehörigen zu melden. Er sagt, er würde seine Karawane nach Kaupakota bringen. Ein merkwürdiger Ortsname, nicht wahr? Er sagte, es liege nördlich des Landes Ivendim. Hinter Sirith Riff, dem Tor zum Norden. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Gut, das mit den Riesen nehme ich einmal raus. Brühenquelle. Das ist einmal da hinten. Das ist mit dem Bilbesdorf, das nehme ich einmal kurz raus. Das ist auch noch nicht erledigt. Das hier machen wir einmal. Dann haben wir, glaube ich, schon 5 Questen, ne? Ja. Gut, dann einmal nach da hinten. Okay, nee, da muss ich nicht hin. Hallo, Vark. Sind wir hier überhaupt richtig? Hier ist der Bogen auf jeden Fall. Und ein Sturmkirscher. Ja, tatsächlich nehme ich dafür auch einmal diese Münze. Nun, sind bald schon wieder zurück. Es scheint, als ob die Waage noch immer koordiniert vorgehen und die Bilbisse nicht als Feinde betrachten. Wenn wir doch nur einen Weg finden würden, ihre finstere Allianz zu zerschlagen. Ich grüße euch. Was ist das? Glorvins Bogen? Und doch sagt sie, es gebe keine andere Spur von ihr als einen zerrissenen Umhang? Hätten die Waage sie getötet, so hätten sie sie wohl in Stücke gerissen. Und reichlich Spuren hinterlassen. Wenn von ihrem Körper jede Spur fehlt, so besteht immerhin die Möglichkeit, dass sie noch am Leben ist. Vielleicht ist sie entkommen. Doch das halte ich für unwahrscheinlich, denn dann hätte sie sich ihren Bogen zurückgeholt. Oder sie wäre zu uns gekommen, damit wir ihr zur Seite stehen. Ich kann dieses Rätsel nicht lösen, aber vielleicht können es ja die Waage. Suilight Mellon, würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Da ihr Glorvins Bogen gefunden habt, müssen wir bei unserer Suche nach ihr ihr das Schlimmste befürchten. Immerhin habt ihr nicht ihre angenagten Knochen gefunden, wofür wir dankbar sein können.
Leider sind nur wenige vage Willens oder auch nur in der Lage, eine der Sprachen der freien Völker zu sprechen. Und ich fürchte, meine eigenen Erfahrungen mit ihresgleichen lassen sich gänzlich mit der Spitze eines Eibenstabs zusammenfassen. Deshalb kann ich euch nur wenig weiterhelfen. Ich weiß nicht, wie wir von ihnen mehr über Glorvins Schicksal in Erfahrung bringen könnten. Eivins Volk lebt viele Jahre hier oben, bevor es vertrieben wurde, und manche sind immer noch hier. Vielleicht könnt ihr euch mehr helfen als ich. Was wollt ihr? Eine Quest abgeben. Ha, gute Arbeit. Lasst mal sehen, es gibt nicht viel, was sich ein Bilbis einfallen lassen kann, dass ein Zwerg nicht in kurzer Zeit durchschauen könnte. Was ist das? Ja. Da ist was, leuchtet es in deiner Hand. Ja gut, da stand der Zwerg dann wohl kurzzeitig in Flammen. Nett. So kann's auch kommen. Bilbisjagd. Seid gegrüßt. Ach, gut gekämpft. Bilbisse sind keine angenehme Gesellschaft, aber sie helfen einem dabei, in Form zu bleiben. Also, die Feuertöpfe, die ihr da erwähnt habt, das sind keine Waffen für kleine Scharmützel. Das sind Kriegswaffen, mit denen man Wälder niederbrennt und Festungen belagert. Wenn die Bilbisse so viele davon anfertigen, kann das nur bedeuten, dass sie vorhaben, die Berge zu überqueren. Und zwar bald, wie mir scheint. Wir werden etwas dagegen unternehmen müssen. Mappa! Hallöchen! Wir kommen zurück. Ich muss mir einmal ganz kurz die Haare hier zusammenbinden. Das nervt gerade ein bisschen. So. So ist schon besser. Jetzt muss ich immer ganz kurz nachgucken. Und weiterlesen. Ja, ging gerade noch mal so ein bisschen. Das war jetzt allerdings eine andere Raid. Gott, ich weiß nicht, ich bin zurzeit in so vielen. Ich glaube, außer in Jester und in ESO. Und so bin ich, glaube ich, in jedem MMO gerade in der Gilde. Ist aber Gott sei Dank alles immer relativ entspannt mittlerweile. Ja, aber jetzt nur so zu so Gilden, wo es wirklich. Ruhe, Frieden und Gelassenheit. Nicht dieses Durchhetzen und dann online sein. Hätte ich ja gar nichts von vergeben. So. Nun, obwohl es stimmt, dass ich in meinem Leben gegen viele Waage gekämpft und viele getötet habe, so hatte ich doch bislang wenig Anlass, mit ihnen zu sprechen. Doch wenn ich mich recht entsinne, gibt es da ein Brüderpaar, das seit geraumer Zeit als Jäger und Fallensteller in diesen Bergen lebt. Wenn irgendjemand etwas über jenes Rudel wissen könnte, dann sie. Als ich das letzte Mal von ihnen gehört habe, waren sie in dem Ruin von Rimbark, einer alten Zwergenstätte östlich und ein wenig südlich von hier. Und gingen immer noch ihren Geschäften nach. Wenn ihr sie findet und sie noch am Leben sind, könnten sie euch vielleicht mehr sagen. Könnten sie. Gänse rein hypothetisch. Ich möchte mal gerade was gucken.
Ah, schade. Sind leider noch nicht. Rang 8. Mehr gewonnen. Würdet ihr eine Minute wieder nach Buchter. Schnammer kennt die, der Erfindungsreichtum der Zwerge in der Tat Grenzen, Meister Eivind. Zum Glück kenne ich einen Zauberer, der weiser als wir beide ist. Vor allem, wenn es um vorige Angelegenheiten geht. Ich erinnere mich, wie Mithrandir vor vielen Jahren nach Bruchter kam, um große Ereignisse mit uns zu feiern. Und oft stand sein Feuerwerk im Mittelpunkt der abendlichen Feierlichkeiten. Als er die Art seines Feuerwerks erklärte, erwähnte er ein Gebräu, mit dem er die Wirkung seiner Vorführungen verbessern könnte. Und nun dachte ich mir, wenn wir etwas von diesem Gebräu zur Hand hätten, könnten wir es hervorragend dazu einsetzen, mit diesen Bilbissen und ihren Feuertöpfen ein für alle Mal fertig zu werden. Ja, vielleicht. Ich könnte hier einen Marktstein hinsetzen, aber warum sollte ich das tun? Gut. Ich könnte mir jetzt einmal nach da unten hin. Himbark. Komme ich da hin? Schon. Was wollt ihr? Oh Gott. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal hinreisen. Okay. Gut. Wir gehen dann in die Richtung. Aber ich glaube nicht, dass wir da runter können. Das sehe ich erstmal ganz realistisch. Ich glaube nicht, dass wir da runterkommen, oder? Doch. Doch, könnte klappen. Oh Gott. Ich sehe mich sterben. Irgendwo gibt es doch bestimmt einen Haken an der Sache. Oh, das ist Silber. Scheiße, da ist ein Viech hinter mir. Hi. Ja, schon mal jemand gesagt, dass du nicht hübsch aussiehst. Warte mal, wir haben hier auf jeden Fall schon mal Zauber. Dauert heute nur, bis mir hier irgendwas angezeigt wird. Ein Blitzangriff. Ah, okay. Wie kommst du voran? Ich glaube gut. Also Aspirin hat mir jetzt auf jeden Fall ein gutes Stück weitergeholfen. Ich glaube, ohne ihn wäre ich jetzt auch nicht in dieses Bilbisdorf reingegangen. Jetzt versuche ich hier die Sachen zu machen, die ich ohne Gruppe machen kann. Weil es gibt hier jetzt doch so das ein oder andere, da komme ich ein bisschen an meine Grenzen. Weil hier ist jetzt nichts mehr mit, ich bin überlevelt und kann einfach mich durchkloppen. Kann dieser Schneesturm bitte mal aufhören? Ich sehe sonst nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Felsen. komm hier hoch. Nein. Dummer Elch! Aber ich glaube, wir müssen auch gar nicht hin. Ich glaube, da gibt es einen anderen Weg für.
Ich glaube, ich wollte es einfach nur umständlich. Ja, ich wollte es nur umständlich haben. Da ist der Eingang. Ich habe nichts gesagt. Aber dieser Schneesturm ist halt echt heftig. Jetzt ist es wieder auf. Vielleicht fängt es wahrscheinlich wieder an. Primbark. Und hier ist der Stallmeister. Seid gegrüßt. Ja, nach Bruchtal muss ich auch gleich. Da muss ich, glaube ich, rein. Von hier. Torgest. Es ist hoffnungslos. Was wollt ihr? Geht es um diese Rude da oben im Norden? Ich habe früher dort oben Auerochsen gejagt, bevor ich den Handel mit Wurmschuppen eingestiegen bin. Und ich musste einiges über die Waage lernen, und am Ende, um am Leben zu bleiben. Wenn ihr eine Sucht mit dem ihr reden könntet, so solltet ihr euch am Schwarzzahn halten. Das leidet ihr. Auch einige andere beherrschen die Sprache der Menschen, doch mit euch werden sie nicht reden. Mit euch werden sie nicht reden. Schwarzzahn ist es, der für das Rudel spricht und mit dem die Billwisse verhandeln. Doch er wird mit euch auch nicht reden. Es sei denn, er fordert ihn heraus. Wisst ihr, für Waage ist das Überleben des Stärkeren wichtig. Zwar würde ein Rudel niemals euch als Anführer akzeptieren, wohl aber vom Rudelführer erwarten, dass er euch tötet. Wenn ihr ihm seine Führungsrolle streitig macht, nur um seine Stärke unter Beweis zu stellen, würde er kneifen oder ablehnen. So würde er das Gesicht verlieren. Und für einen Wag kann das tödlich sein. Die Gebräuche unterscheiden sich von Rudel zu Rudel, aber bei diesem ist es ganz einfach. Inmitten der Ruinen, in dem sie hausen, steht ein altes Bilbistotem. Stellt euch einfach einige Minuten lang daneben und zeigt so, dass ihr kämpfen wollt. Früher oder später muss Schwarzzahn herauskommen und sich euch stellen, wenn er es vor seinem Rudel nicht das Gesicht verlieren will. Natürlich ist er der Rudelführer, weil er das Stärkste ist, also passt gut auf. Oder er wird euch in Stücke reißen. Nett. Wirklich, wirklich nett. Würdet ihr einem Zwerg in Not Gehör schenken? Verzeiht mir meine Manieren, aber es ging mir auch schon mal besser. Versucht ihr doch mal für einen erbärmlichen Haufen Abenteuer in eurem ruhigen Heim in diesem abgelegenen Höhen ja, Gastgeber zu spielen, wenn ein Goradanfall in eurem Bein steckt. Nun gut. Ich bin sicher keine angenehme Gesellschaft, doch wie ihr sehen könnt, meint es das Schicksal nicht gut mit mir. Wenn ihr mir also helfen wollt, wäre ich euch sehr verbunden. Wisst ihr, ich habe die Jäger abgeschüttet, die mich in jedem Eissturm überfallen haben. Aber die schnüffeln immer näher und näher an meinem kleinen Zuhause hier herum. Versuchen herauszufinden, wo ich geblieben bin. Wenn sie das herausbekommen und den anderen sagen, dann war's das dann wohl mit dem guten alten Torgest, fürchte ich. Ich weiß, es ist gefährlich, aber wenn ihr diesen Jägern das Leben erschweren und verkürzen könntet, so würde sie das davon abbringen, einen einsamen Zwerg zu jagen und zur Strecke zu bringen. Der Arme.